Uplay, du bist scheiße. Ach so, hallo Freunde. Willkommen zurück hier bei dem Spiel, das ihr gerade seht auf dem Bildschirm. Uplay ist scheiße und ich hoffe, Uplay geht mir jetzt nicht wieder auf den Sack, weil ich habe, ich bin ja auch noch hier in Franchade, ne? Franchade. Hier habe ich alle Truhen, alle Artefakte und alle Gedöns, wie heißen die Dinger, keine Ahnung, gesammelt, diese Teile halt da, diese Köpfe da, keine Ahnung. Das andere. Mann, ja, Nostradamus und nicht Napoleons Zweispalt, Zielspalt oder irgendwie sowas. Und irgendwann hat dann einfach Uplay gesagt, nö, wir haben jetzt ein Serverproblem. Und dann gehe ich davon aus, ja, gehen die halt offline, ich kann das Spiel nochmal weiterspielen. Nee, alle 30 Sekunden, das ist nicht übertrieben. Kam erstmal dickes Fenster. Sie sind offline, bla bla bla, steht ihnen nicht mehr zur Verfügung, bla bla, okay. Nach 30 Sekunden wieder dasselbe. Das ging die ganze Zeit, ich muss das Spiel wirklich beenden. Boah. Uplay, du bist scheiße. Ey, wir sind Champion. Alter, wir sind Champion. Ich war da vorhin noch Elite-Offizier. Tja, ich bin halt. Apropos, aber es gibt für Dead Kings auch nochmal eine Prozentanzeige. Ich glaube aber nicht, dass die zur Gesamtsynchronisität zählt. Wobei, das könnte man immer ganz gewieft ausrechnen. Ich weiß, ich mache die Folge wieder und quatsch erstmal wieder 5 Millionen Stunden, als die Mission zu machen, aber dafür werden die Folgen ja auch meistens länger, ne? Warte mal, was ist das? Ja, plus 89%, plus 86 gleich 271 durch 4. 67%, aha, die 68 zählen nicht dazu. Gut, nicht gut. Nein, ich habe nicht mit dem Handy gerechnet, sondern mit einem handelsüblichen Taschenrechner. Ja, so was gibt es noch. Gut, ich würde mal sagen, ich verpiss mich dann mal ganz schnell hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Pariser Geschichte wieder. Die Bewaffnung des Volkes für 10.000 Fr. Der Zugriff auf Waffen wie Gewehre und Kanonen machte die Französische Revolution erst möglich. Théroigne de Méricourt versucht, die französische Miliz zu bewaffnen, während ihre Feinde von den Templern mit schlagkräftigen Waffen versorgt werden. Er legt zwei Dinge auf einmal und bergt die Baupläne der schlagkräftigen Templerwaffe für Théroigne. Ja. Bürger, ich könnte eure Hilfe brauchen. Bürger, Paris braucht euch. Ein Büchsenmacher der Templer eliminieren und Theodemeri helfen, ihre Pariser Miliz zu bewaffnen. Wie kann ich helfen, Tiroan? Mit den Gewehren, die wir jetzt haben, wird Paris seine Ketten nie abwerfen. Unsere Feinde sind viel besser ausgerüstet. Und woher kommen diese Waffen? Die hiesigen Kriminellen haben einen neuen Waffenschmied. Und sehr reiche Gönner. Das klingt verdächtig. Das klingt very verdächtig. So, was noch mal? Alche Mopsen, Alter, hier ist hier richtig. Boah, hier ist richtig Randale. Okay, hi. Versuchst du, mein Gebiet einzunehmen? Nö. Ach, das ist ja auch noch einer. Leck mich am Arsch. Ey, hier ist hier richtig. Alles. Ja, komm schnell. Da ist keiner. Im Haus ist keiner. Oh. Ups. Oh. Yeah. Da klappt ja wieder alles super hier. Ich freue mich in Keks, ihr neue Scheiße. Weiß, ich wollte ja heimlich rein, ist nicht. Aber weißt du was? Oh, wo kommt der denn her? Jetzt können wir uns auch verstecken. Und jetzt erstmal schön abwarten. Damit wir hier Ruhe haben. Das war alles so nicht geplant. Ist hier einer? Ne, hier unten ist keiner. Das sind alle oben, ne? Ja, yes, die sind alle oben. Sehr geil. Noch sind wir nicht anonym. Noch sind wir nicht anonym. Noch immer noch nicht. Mach jetzt schon. Jetzt sind wir anonym. Super. Meine Auftraggeber sehen Verzögerung nicht gern. Ich würde sagen, wir gehen von außen rein. Nach oben ist ein bisschen kacke. Ich verliere die Geduld. Ich bin nicht in dieses Dreckloch gekommen, um auf Nachschub zu warten. Wir tun unser Bestes, aber Méricourts Leute sind äußerst einfallsreich. Hui!
stehen bleiben! Verdammter Narr! Guckt der. Nee, der guckt nicht. Das heißt, wir können. Scheiße, du! Ich hab nicht. Ich schwöre, ich hab nicht die Taste gedrückt, damit der reinläuft. Oh Mann, ey, das ist doch alles Kacke, diese Steuerung hier ist. Hallo? Sag mal, bist du eigentlich nur Scheiße? Ich werde auf deinen Körper schießen. Naja. Nein, stirb! Komm, stirb selber! Ich reiße dir deine freche Zunge raus. Alter, die gehen mir hier richtig auf die Klötzchen. Nein! Alter, du. Oh! Was macht der Spacko denn da, ey? Den ganzen Tag ist das Spiel schon leicht verbuggt, habe ich das Gefühl. Da ist irgendwie irgendwas stimmt hier nicht. Naja. Die Baupläne sind nicht hier. Na toll. Und die ist natürlich 125 Meter weit weg. Vielen Dank. Naja, vielleicht sind die. Oh, jetzt bin ich schon wieder entdeckt worden. Das ist doch nicht wahr. Ich kann nicht kämpfen. So. Jetzt aber ruhig bleiben. Jetzt hier alles mal total locker angehen und vor allem auch richtig angehen. Hi. Warte mal, den können wir doch ärgern, nicht wahr? Warte mal. Fläumbel. Und jetzt nichts wie weg hier. So, beide tot. Da hinten stehen noch so ein paar Pillemännchen. Ich gehe mal hier hoch. Vielleicht hier hoch, so. Wobei, ich könnte auch direkt ins Gebäude rein, weil das ist ja unser erster angeblicher Fundort. Nur da kommen wir nicht rein. Und die sehen uns. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Ich habe eine Idee. Warte mal, wir haben doch hier irgendwo... Komm mal an den Fetti ran. Leider nein. Scheiße. Vielleicht von dem anderen Häuschen da. Ja, jetzt komme ich dran. Und runter. Und die knüppeln sich jetzt da erstmal gepflegt. Oh, da war sogar ein. Oh, da war sogar ein starker. Das war sogar ein starker. Warte mal. Können wir nicht jetzt einfach... Die sind ja beschäftigt, mehr oder weniger. Sag mal. Ich habe gesagt, du bist beschäftigt. Ah, ich glaube, das interessiert dich nicht so wirklich. Und wisst ihr, was ich noch machen kann? So ein bisschen ärgern? Nein, du solltest einmal zielen, du Pimmel. Alter, diese Steuerung. Guck mal, der spackt rum. Den ganzen Tag heute schon so beschissen. Machen wir es so, bitteschön. Ich weiß, das ist totale Verschwendung, aber... Was macht der eigentlich da? Ui, muss er doch gegen Dinge kämpfen und dann ist das ja aber Feierabend. So, komm, noch ein Gnadenstoß. Gibt noch ein paar Credo-Punkte. Ah, ernsthaft, du willst auch noch was von mir? Ah. So, jetzt aber. Yes, meins. Ich gehe jetzt einfach hier durch. Ich glaube, die interessieren sich eh nicht für mich, weil... Oh, hier ist ja noch einer. Hi. Den habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, die hätten sich vorhin alle versammelt, als der Berserker ankam. So, jetzt müssen wir natürlich wieder warten, bis wir anonym sind. Ist klar, dankeschön. Ah ja, okay. Da oben der. Den können wir doch theoretisch... Komm ich gerade so nicht dran. Komme ich hier so... Ja, komme ich dran.
S. Haha. Like a boss. So, meine Truhe. So, und hier ist nur noch ein Unikum. Warte mal, hier links sind noch zwei Typen. Hui! Ach, anstatt er die versteckte Klinge nimmt. Nein, der Vogel nimmt das Schwert. So. Ich glaube, jetzt haben wir hier alles infiltriert. Jetzt können wir ganz in Ruhe die Truhe nehmen, die ein bisschen versteckt dahinter ist. Und dann sollte es das auch gewesen sein. Und jetzt müssen wir den ganzen Schnodder wieder... Ach nee. Das ist ja direkt um die Ecke hier. Oh, bin ich mal gespannt. Ach so, nee. Ach, wir sind hier praktisch am Startpunkt. Okay. Hi. Bürger, mit besseren Gewehren vernichten wir die Feinde von Paris. Ja. Das war's? Sind wir durch? Ach, das sind wir durch. Das war jetzt gar nicht. Ich dachte, das wäre... Naja, okay. Das ist dann... War jetzt nicht so viel, ne? Ja, dann würde ich mal spontan sagen, die Folge ist ein bisschen kürzer. Und dafür geht's dann... ohne jetzt falsche Versprechen machen zu wollen, morgen direkt weiter mit der nächsten Geschichte. Ich weiß es nicht. Trotzdem vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zur nächsten Story. Ciao, ciao.